Gucken wir uns erstmal was an. Die Pudis kennt ihr natürlich auch. Mhm. Ein Lied, wir verraten uns noch nicht welches von eurem Album, ist auch von einer ganz bekannten Ostrock-Band. Allerdings nicht von den Pudis, aber die Pudis feiern im Moment gerade ja das 40. Jahr ihrer Karriere. Das ist Wahnsinn und sie sind noch lange nicht müde. Sie rocken einfach weiter. Gestern zum Beispiel mit Volldampf Richtung Freiberg. Es ist die Ruhe vor dem Sturm in Großvogtsberg bei Freiberg. Die Ruhe vor dem Ansturm. Denn die Eisenbahnromantik wird an diesem Nachmittag gestört durch die Pudis. Die Bahn hat die Presse kaum im Griff. Medienrummel um die Ostrock-Legenden. Ich würde jetzt die Fotografen mal bitten, nicht zu fotografieren. Und so trifft am Bahnsteig Maschine auf Maschine. Sänger Dieter Maschine Birn. Der Pudis-Frontmann übernimmt die Führung der Lok. Selbes Baujahr 1944. Den Altrocker treibt eins immer wieder an. Die Leidenschaft an der Musik selber, die Leidenschaft, ständig neue Lieder zu machen, kreativ zu sein, immer am anderen Ort zu sein, nebenbei wieder Studioarbeit zu machen, Proben, also so vielseitig. Ganz untypisch für echte Rocker, Kaffeeplausch mit den Fans im Salonwagen. Hier zeigt sich, wie breit gefächert ihr Publikum ist. Seit 4 Jahrzehnten machen sie Musik. Lebensnahe Texte, geistreiche Texte, schöne Melodien. Ich will mal sagen, die Musik ist wirklich interessant und auch so das Auftreten und so. Dieses Lebensgefühl, das man der Ostdeutschen ja wiedergibt, ja. Das Ziel der Reise ist Freiberg. In der Bergstadt spielten sie vor 39 Jahren das erste Mal im Tivoli und legten mit 35 Mark Anfangsgage den Grundstein für die Rockerrente. Wir wissen auch noch nicht, ob wir die Rente überhaupt annehmen. Wir lassen uns nämlich nicht bestechen. Genau. Das Publikum ist textsicher. Die Pudis begleiten manche Fans über Jahrzehnte. Das Geheimnis ihrer Musik, Rock'n'Roll, Glaubwürdigkeit und lebensnahe Botschaften. Es gibt verschiedene Leute, die ihren ganzen Lebenslauf mit Zitaten aus unseren Titeln beschreiben. Alles, was eben zum Leben dazugehört. Wir sind jetzt nicht eine Band, die nur Liebestexte oder politische Texte macht oder nur philosophische Texte. Die Rolling Stones des Ostens feiern im nächsten Jahr 40 Jahre Bühne. Und das nächste Album steht schon in den Startlöchern.